Jedes Ja ist ein Nein und jedes Nein ist ein Ja. Hallo, liebe Deutschlernende. Es ist heute wieder ein schöner Tag und heute möchte ich mit euch darüber reden, dass wir, wenn wir Ja zu etwas sagen, dass wir dann auch automatisch Nein zu etwas anderem sagen und andersrum. Ja? Ich sage zum Beispiel oft Ja zu zum Beispiel zu Authentic German Learning. Ich sage Ja dazu, ein Video zu machen. Und deshalb sage ich Nein zu anderen Dingen, die ich in der Zeit machen könnte. Ich habe vor dem Marathon ganz viel trainiert und ich habe Ja zu dem Training gesagt. Und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Deshalb habe ich Nein zu ganz vielen anderen Dingen gesagt. Ich habe gemerkt, dass ich dies nicht möchte. Ich möchte nicht so viel Zeit in Training stecken, weshalb ich jetzt ein anderes Trainingsprogramm habe, jetzt, da ich den Marathon gerannt bin. Und damit sage ich Nein zu stundenlangem Trainieren und dadurch sage ich Ja zu anderen Dingen, zum Beispiel zu Authentic German Learning. Ja. Jetzt, da ich nicht mehr für einen Marathon trainieren muss, sage ich viel öfter Ja zu Authentic German Learning. Ja, es ist immer eine Balance im Leben. Und gerade in letzter Zeit überlege ich mir, wie ich meine Prioritäten besser ordnen kann. Ja? Weil ich wirklich euch auch so viel wie möglich geben möchte. Ja, ich möchte etwas machen, was auch sehr wertvoll für euch ist. Und deswegen überlege ich gerade im Moment, wie ich es machen kann, dass ich euch auch andere Dinge geben kann. Nicht nur die Videos und was ich tun kann, zu welchen Dingen ich Nein sagen kann, um Ja zu sagen zu anderen Dingen. Ja? Wie gesagt, am Anfang, jedes Ja ist ein Nein und jedes Nein ist ein Ja. Es kommt alles darauf an, wie man seine Prioritäten setzt. Setze deine Prioritäten heute mal besonders schlau mit diesem Video und überlege dir, wozu du Ja sagst und wozu du deshalb Nein sagst und andersrum. Ich hoffe, dieses Video war inspirierend. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, bis morgen. Ciao.